So, Geburtstagsgrüße an den Lucky Schuster, Mitbegründer des ESVK 1946. Wörter und beehrt uns heute. Da seht ihr ihn, rechts daneben, einer unserer Gesellschafter, der Karl-Heinz Kielhorn, der jetzt gerade eine Torte übergibt, glaube ich, ist das, oder? Ja, ja, allen Respekt mit 93 Jahren. Ich freue mich, dass es noch zwei Haudegen gibt, die Gründungsmitglieder waren und noch die Stadioneröffnung miterleben dürfen. Und das können wir auch sagen, links daneben sein Sohn, Teil der legendären Kaufbeurer Stadtmauer der 80er Jahre. Ja, Manni Schuster. So, jetzt halten wir die Klappe, Aufstellung. Ja, Ralf, ist jetzt zu sehen, also in meinen Augen ein bisschen schlampiges Passspiel momentan beim ESVK. Ja, klappt bei den Tigers besser. Ja, Alanov, schön abgelegt. Tor! Tor. Sagai Stas war das. Alanov auf Stas zurückgelegt und flach auf der Fanghandseite schlägt die Scheibe ein zur 1:0 Führung für die Bayreuth Tigers in der 23. Minute. Ja, war knallhart geschossen. Ja. Stark gemacht, auch von Alanov die Vorarbeit, abgelegt. Schöne Aktion, ja. Sicher ins Drittel gespielt, zurückgelegt. Wir bekommen die Zeitlupe nochmal. Ja. Ja, hier sieht man, es setzt sich gegen zwei Spieler durch, der Eugen Alanov. Legt zurück und dann der Schuss für den Stefan Feis nicht zu sehen. Weil Staub Leute trocken, Ralf, ja. Und schön verdeckt auch, also für den Torhüter ganz schwer zu nehmen. So, und jetzt haben wir das, was wir vorher angesprochen haben. So, jetzt muss sich hier etwas lösen, genau so ja. Ist es. Oh, Voronov. Ja. Jetzt die Möglichkeit auf ein 1:0 durch den Charlie Theroux. Tor! Ausgleich für den ESVK. Er schießt ihn erst an, haben wir gedacht, oh, das ist aber nicht gut gemacht. Aber kann dann seinen eigenen Rebound aufnehmen und dann doch noch verwenden. Also Ausgleich hier in der 24. Minute. So, jetzt sehen wir es nochmal. Charlie Theroux. Versucht jetzt, glaube ich, die Beine zu schießen, genau. Ja. Da macht er aber zu. Thomas Schwarzwalder und dann kann den Rebound aufnehmen und einnetzen. 1:1 durch den Charlie Theroux. Und wieder sind wir so schlau wie vorher. Ja, wieder sind wir so schlau wie vorhin, richtig. Aber auch hier war jetzt ein Fehler in der Bayreuther Defensive. Man ist zu hoch gestanden und Charlie Theroux hat im Rücken auf Abwehr rausgeschlichen. Und ja, im Nachsetzen verwandelt. Ja. Die Party macht es gut. Man sieht sofort die vierte Reihe, gibt Gas und setzt die Bayreuther unter Druck und es wird schwierig. Ja, aufpassen im Hintergrund, nicht, dass einer wegkommt hier. Aufpassen. Ja, gut gemacht. Tor. Tor. 2:1 Bayreuth. Das war genau das, was ich gesagt habe. Ist schön, wenn du offensiv Akzente setzt, aber du darfst die Leute nicht laufen lassen. Ja, Sebastian Busch kommt über außen, überläuft den Verteidiger und kann mit Erik Kant verwandeln. Ja, jetzt schauen wir uns das nochmal in der Lupe an, wie die Österreicher sagen, in der Zeitlupe. Da gibt es einen. So, und der geht dem Stefan Feist durch die Schoner, glaube ich, oder? Ah, hier wird abseits moniert. Das haben wir jetzt aber, glaube ich, nicht geguckt. Auf der Zeitlupe. Nein. Ja, rutscht durch. Die Scheibe. 1:2 in der 28. Minute. Da haben wir jetzt nicht drauf geachtet, ob es abseits gewesen sein könnte. Wir werden es uns später vielleicht nochmals ansehen. Ja. Wenn Zeit ist. Das würde es dann vielleicht die Unzufriedenheit ein bisschen wieder ausgleichen. Wir. Wobei es immer schade ist, wenn die Schiedsrichter ja, solche Fehler machen, die zu Toren führen. Wobei wir nicht wissen, wir wollen da nichts unterstellen. Konrad schwattet an der Blauen, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu überhastet, der Pass. Ein bisschen zu optimistisch gespielt auch, ja. Aber Bayreuth verliert die Scheibe nicht, ist ganz sicher. Oh, Tor. Tor. Und die prallt oder fällt irgendwie rein. 1:3. Lass mich wieder rechnen, 34 Minuten gespielt. Nicht ganz, fast. Wir gucken jetzt nochmal, die war, glaube ich, sogar doppelt abgefälscht vom Tor. Also jedenfalls ein unglückliches Ei, glaube ich, war das. Kann sogar sein, dass sie von Geigenmüllers Körper abgeprallt ist. Der Pass Koloschwari. Jetzt sehen wir es nochmal vorne aus der Übertorgänge, sehen wir es besser.
Geht ihm. Guter Fortschritt jetzt guter Druckaufbau jetzt von Philipp Depali und in dem Moment kauft Bayern komplett, aber Bayreuth weiter an der Scheibe. Ja, sie machen das sehr gut. Oh, jetzt. Tor, 4:1. Und der Torschütze war die Nummer 24. Koloschwadi. Michael Bartosz. Michael Bartosz, genau. Richtig, Entschuldigung. In dem Fall der andere. Ja, auch hier wähnte man schon, dass man die Scheibe geklärt hat. Na, die muss auch sagen, jetzt die Unterzahlformation war jetzt auch lange drauf. Ja, ganz klar. Will da jetzt niemand was in die Schuhe schieben. Weit gefehlt. So, Wiederholung läuft. Schuss, Abpraller und der landet vor der Kelle von Bartosz und der macht das 4:1. So einfach muss es sein. Scheibe nur vors Tor. Vors Vater probiert es selber. Ja. Ein Schell. Und aber schlauer Versuch von Thomas Waschwader, der aber Gott sei Dank abgefangen wird vom ESVK. Das ist faul, würde ich jetzt mal behaupten. Na, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob ich das gegeben hätte, sage ich dir ganz ehrlich. Ah. Bei Reutsch spielt es ganz ruhig von hinten raus und da ist nämlich jetzt... Jetzt wird es aber passieren. Jetzt passiert es, genau. Valentin Busch ganz frei auf der linken Seite von der blauen Linie wird angespielt, fährt ins Drittel und macht den Empty Netter. Damit 1:5 für Bayreuth. Ja, das ist auf jeden Fall zu hoch, aber... Das ist zu hoch, aber das, auch wenn es ein paar Treffer zu hoch ist, der Sieg geht für die Tigers heute in Ordnung. Die aktivere Mannschaft waren, die zielstrebiger waren, die auch einen klareren Spielaufbau hatten und heute mit Sicherheit mehr dafür getan haben, zu gewinnen, als der ESVK das getan hat. So, damit wird die erste Niederlage sein in der Eckart Schwaben Arena. Es ist so, damit genau, keine Festung mehr. So, auf den Status einer normalen Eishalle reduziert. Oder einer Arena reduziert, normalen Arena reduziert. Erzähl so viel. Nein, du hattest was auf dem Laptop da stehen, was die Bayreuther auch schon mal hatten. Das Gleiche, was die Bayreuther am Sonntag geschrieben haben, kann man eigentlich heute 1:1 auf den ESVK übertragen, nämlich ein gebrauchter Tag. Ja. Würde ich auch, kann man nicht viel anders formulieren, passt gut zur Situation. Und ich glaube, wir hätten heute tatsächlich noch mal ein Drittel auf den Thomas Waschwader spielen können. Ja. Und wären jetzt nicht so viele Treffer gefallen. Ja. Sehe ich auch so, unterschreibe ich. Spielende in Kaufbeuren. Die Bayreuth Tigers nehmen 3 Punkte mit nach Franken. Verdientermaßen. Verdient. Und 1:5 der Endstand.